Wie macht der Flamingo? Hallo und herzlich willkommen, Leute, zum ersten Teil meines 250-Abo-Specials. Ich zeige euch heute meine Garage, jedenfalls ein Teil davon. Ich spiele mit Flame ein Rennen, ein Circuit-Rennen wollen wir machen. Ihr seht rechts mein Auto, Lamborghini Murcielago LP 450, 460, weiß der Geier was. Keine Ahnung. Müssen nur noch schauen, ob dass wir hier irgendwas richtig Tolles auswählen. New York Tour, Long Island, Speedrome. Mal schauen, was wir hier nehmen. Und ich werde dann gegen Flaky fahren. Gegen Flaky, sage ich schon. Der ist gerade in Chatparty gekommen. Jetzt war ich ein bisschen verwirrt. Gegen Flamer fahren. Aber die Frage ist, wo? LA Loop, das machen wir. Circuit Car. Seht ein bisschen meine Garage. Wir nehmen Murcielago LP 640. Schaut euch mal ganz kurz die Stats an rechts. Beschleunigung 9953. Mehr geht schon fast gar nicht. Ist ziemlich geil. Ich hoffe natürlich, dass ich das Rennen gewinne gegen Flamer. Flamer ist ein ziemlich guter Fahrer. Er hat ein ziemlich gutes Auto. Saline ist einer der besten Autos im ganzen Spiel. Muss man sich leider kaufen, aber es hilft nichts. Ab und zu muss man durch. Wir sind am Airport. LA Loop. Und ich hoffe, ich gewinne das. Ich habe viel schon gesagt. Das wird lustig werden. Ja, ja. Da stehen wir da, wir zwei Hasen. So. Sein Auto in Orange, meins in Rot, ist wunderschön geworden eigentlich, der Murcielago. Ist ein ziemlich schnelles Auto. Was mir als einziges nicht gefällt, ist hinten die Heckstoßstange. Und wir rammen direkt einfach mal Flamer weg. Und dann, das ist böse... Oh, Flamer! Entschuldigung, das tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Flamer. Naja. Muss man durch, muss man durch. Er holt sowieso wieder ein. Er ist wirklich ein guter Fahrer. Ich bin gar nicht mehr so gut. Und ich muss natürlich schauen, dass ich hier für meinen Kanal... das Rennen gewinne. Ganz im Ernst. Kann es ja nicht sein, dass ich hier gegen so einen Halbstarken verliere, ne? Ne, schönen Gruß an Flame auf jeden Fall. Danke, dass du da mitmachst. Finde ich ziemlich cool. Ich wüsste nicht, mit wem ich sonst machen soll. Ich habe sonst keinen, der... Nein, Spaß beiseite. Ist eine gute Gelegenheit, um euch mal zu zeigen, was die Karre kann. Bei Circuit Cars, das ist ein Circuit Car in dem Fall, müsst ihr immer schauen, dass ihr vor der Kurve gut abbremst, dass ihr nicht driftet und gerade hier schauen, dass ihr nicht zu weit nach vorne fahrt, weil sonst macht er das wie Flamer. Wir warten kurz. Dann saust ihr da. Oh, er hat es schön gemacht. Ich dachte, er fliegt voll frontal rüber. Das hat er schön gemacht. Flamer ist ein guter Fahrer. Jetzt holt er auch schon ziemlich gut ein. Wir müssen schauen, dass der nicht hier die Führung übernimmt. Immer schön bremsen vorher, nicht zu viel driften, weil da verliert er am meisten Speed. Flamer küsst gerade. Oh, das sah aber nice aus, ne? Der hat irgendwie die Müllabfuhr geküsst. War gar nicht so schlecht. Und bremsen. Handbremse funktioniert gar nicht, dann schlittert er einfach nur. Ich kann euch das gerne gleich mal zeigen. Habe ich total Angst davor, ne? Dann bricht er einfach nur aus, ne? Das ist die Handbremse gewesen. Ich habe sogar ein bisschen mitgebremst, um das ein bisschen schöner zu machen, aber es ist grauenhaft. Das heißt, immer schön vorher bremsen. Ich bremse jetzt hier schon ungefähr. Ihr seht es an meinen Lampen hinten, die leuchten dann kurz auf. Ihr seht es eigentlich nicht, ne, weil die sieht man gar nicht aufleuchten. Und dann müsste das funktionieren. Ansonsten, ihr merkt, die Karre geht ziemlich geil ab. Wir sind jetzt in der zweiten Runde. Flamer ist noch schön hinter uns, da wo er hingehört. In den Rückspiegel. Und es läuft eigentlich ganz gut. Ja, ist ein schönes Rennen. Es ist wenig Verkehr auf der Straße, das ist natürlich auch gut. Und ansonsten haben wir zwischendurch immer mal Zeit, wenn wir nicht gerade im Gras fahren, dass wir meinen wunderschönen Wagen begutachten von allen Seiten, die es gibt. Hat eigentlich ziemlich schön aus. Schönes Sticker draufgeklebt hier. Seitlich. Farbe, über die lässt sich vielleicht ein bisschen streiten. Ich hatte ihn vorher schwarz, da sah er noch grauenhafter aus. Und insgesamt, wie schon gesagt, die Stoßstange hinten, also dieses Blech, was da liegt, erinnert mich immer so ein bisschen an, ihr wisst schon, bei Mechaniker, die Dinger, wo sie sich rauflegen, dass sie unter die Auto fahren. An das erinnert mich das. Und ich finde, weiß ich nicht, das hat beim Fahren nichts zu nichts verloren. Das hätten sie bei der Reparatur einfach wegnehmen sollen. Das müssen sie nicht unbedingt einbauen ins Auto. Weiß ich nicht. Jedenfalls. Checkpoint 7 von 12 gleich. Wir sind 5 Sekunden vorne. Flamer hält noch gut mit. Das ist in Ordnung. Wir können auch mal kurz Innenansicht anschauen. Dann seht ihr mal, wie das innen ausschaut. Bisschen chromlackiert, natürlich. Ganz klare Geschichte. Und Innenansicht ist immer schwieriger zum Einschätzen alles, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Da tue ich mich ein bisschen schwer. Aber es ist eine sehr kleine Challenge. Und dann seht ihr mal auch, wie sowas von innen ausschaut. Ist ja ganz schön. Cool ist natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Rückspiegel einschalte, dann schaut er hinten raus. Und das finde ich geil. Das finde ich richtig geil gemacht. Seitenspiegel, schaut er durch den Seitenspiegel raus. Und hier müssen wir bremsen und um die Kurve. Finde ich richtig nice. Das schaut einfach nur cool aus. Ihr merkt hinten, da hat so Lamellen drauf. Und da schauen wir dann einfach durch. Finde ich echt cool.
So, Final Lap, ihr seht's aufleuchten. Letzte Runde. Ich werde schon heiser vom ganzen Reden. Verzeihung. Könnt ihr noch ein bisschen Innenausstattung, Motor hinten anschauen. Geil, ne? Lamborghini steht da schön fett drauf. Wenn wir gleich nochmal reinziehen. Schaut es an. Lamborghini. Links und rechts. Und ja, das ist natürlich zu viel Gerede. Da fahren wir dann vor der Straße. So, jetzt müssen wir schauen, dass Flavor nicht aufholt. Der ist 200 Yards hinter uns. Ich habe das Spiel auf Englisch eingestellt. Ganz einfach, weil ich Englisch liebe und weil es viel schöner klingt. Und da resten sie halt in Yards. Die Engländer sind ganz verrückte. Die können nicht einfach in Meter rechnen, wie jeder normale Spacko auf der Welt. Die müssen sich irgendwas anderes überlegen. Und da hat Flavor irgendwie wieder den Bordstein geküsst. Ich weiß nicht, was los ist mit ihm. Er legt es heute richtig drauf an. Weiß ich nicht. Ja, da fetzt er raus. Das meinte ich vorher. Habt ihr es gesehen? Da ist er zu weit geradeaus gefahren. Wir hätten warten müssen und uns das anschauen können. Und jetzt werde ich schon richtig heiser. Ihr merkt es an meiner Stimme. Ist scheiße. Kann man nichts machen. Wir sind Checkpoint 7 von 12 in der letzten Runde. Fast 9 Sekunden vorne. Auch im Autos küssen wie Sau. Hilft nichts. Ich muss insgesamt sagen, ich bin nicht jetzt der Bombenfahrer, aber so Durchschnitt wahrscheinlich. Aber es macht mir Spaß. Also ich bin nicht unbedingt so derjenige, der jeden verblasen würde. Wie das klingt. Der jeden fertig machen würde. Im 1 gegen 1 mit Autos. Dann schon eher AW vielleicht. Oder Ghosts natürlich. Aber 1 gegen 1 Autofahren, weiß ich nicht. Ist nicht so meins. Aber man muss sagen, hier macht es mir auf jeden Fall Spaß. Wir fahren jetzt ins Ziel rein. Und weil ich gegen Flamer fahre, machen wir kleine Dinge. Wir fahren rückwärts rein. Zack, seitwärts wenigstens. Und cool ist, du fährst schräg rein und du fährst trotzdem geradeaus rein in der Zielkamera. Hier seht ihr nochmal meine Karre. Flamer 8 Sekunden später drin, 7,5. Wunderschöne Reifen, die Reifen sind wirklich top, muss man sagen. Ich hoffe, euch hat die Serie gefallen. Es kommen noch einige andere. Ich habe einen Haufen geile Karren. Ich habe natürlich auch den Saline zum Beispiel, den Flamer hat. Der ist richtig stark. Und einige Lamborghinis, ein paar McLaren. Richtig geile Sachen teilweise. Ansonsten, lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt Fragen in die Kommentare. Wenn ihr mal mit mir eine Runde fahren wollt, gebt mir einen Gamertag, schreibt mir eine Nachricht und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao!